So. Über allem schwebt natürlich immer die Frage, was kriegt die Ampel noch gebacken? Und wie lange noch? Klar gibt es da auch immer mal gute Ampelkonzepte. Wenn zum Beispiel Finanzminister Lindner, wie jetzt gerade vorschlägt, dass jeder Deutsche 500 Liter Bier steuerfrei selber brauen darf. Toll. Ja. Oder man geht halt zum Kiosk und sagt, 500 Liter Bier bitte. Ne? Nee, aber ich will es auch mal loben. Immerhin innovative Idee, vor allem im Vergleich zu seinen sonstigen. Aktuell kämpft Lindner ja vor allem für die, wie heißt sie noch? Wir brauchen eine Wirtschaftswende. Eine Wirtschaftswende. Eine Wirtschaftswende. Eine echte Wirtschaftswende. Die Wirtschaftswende. Aus diesem Grund spreche ich von einer Wirtschaftswende. Den Leuten Lust machen auf die Überstunde. Ich gehe mal eben an meine Weißweinschale. Weißweinschorle, wenn Christian Lindner eskaliert, meine Damen und Herren. Ja, Prost auf die Wirtschaftswende. Haben Sie vielleicht gar nicht mitgekriegt, aber die FDP hat sich eine völlig neue Wirtschaftswende ausgedacht, die im Kern besteht aus, und da kommen Sie nie drauf, Sekunde, Steuern runter und weniger Sozialausgaben. Wow. Das ist natürlich ein völlig neues Konzept, das wir so seit den 80ern immer schon hatten, meine Damen und Herren. Wirklich. Und ähnlich wie 1982 flirtet die FDP schon wieder, wohlgemerkt subtil, mit Neuwahlen. Was angesichts der Weltlage und angesichts ihrer Umfragen schlicht irre ist. Hier, überraschend freche WDR-Anmoderation. Ja, dann kommen wir jetzt zu aufdringlichen oder weniger hochbegabten Menschen in der Politik. Wir sprechen über den Chef einer Ampelpartei und fragen uns nun, was hat der Finanzminister Christian Lindner eigentlich ganz genau vor? Der Lorich. Unverschämter wird's ja wohl nicht. Ja. Nicht schlecht. So, der ultimative Ampelfight kommt aber natürlich erst mit dem nächsten Haushalt. Denn da droht wohl eine Lücke von bis zu 25 Milliarden. Ja. Lindner besteht darauf, dass diesmal aber wirklich gespart wird. Obwohl alle relevanten Ökonomen von links bis rechts sagen, in eine Krise reinsparen ist Irrsinn. Zumal die großen Löcher, also sowas wie Bundeswehr, gar nicht mit Sparen gestopft werden könnten. Trotzig und unbeirrt beharrt die FDP auf Opposition in der Regierung. Weil es bis jetzt ja so toll geklappt hat. Der Spiegel hat dazu die interessante Theorie, die Liberalen würden jetzt so lange provozieren, bis Grüne und SPD hinschmeißen. Ja, ja. Das ist wohl der Plan und da ist wohl tatsächlich was dran. Bei jedem Ampel-Koalitionsausschuss benimmt sich der FDP-Vertreter absichtlich daneben. Okay, dann haben wir es doch. Nee, warte mal. Ich glaube, der Lindner will über irgendwas neu verhandeln. Ach ja, Atomausstieg. Nee, Quatsch, Spaß. Übers Rentenpaket wollten wir noch mal sprechen. Wie bitte? Und wenn das nicht reicht, werden härtere Geschütze aufgefahren. So, Kinder. Das kann jetzt was länger dauern. Mach ich's mir doch erstmal bequem, ne? Ach ja, hatte ich das schon erzählt? Ich bin jetzt auch Jäger wie der Christian. Hier, Sonja, für dich. Heute Morgen frisch abgeknallt. Hat die ihre Tage? Ihr könnt jederzeit aus der Ampel raus, wenn es euch nicht mehr gefällt. Ja, ja. Das könnte der Plan sein. Die anderen sollen Schluss machen. Clevere Strategie. Natürlich stellt die FDP auch mal kluge Fragen. Zum Beispiel kritische Fragen zum Kohleausstieg 2030. Aber manchmal klingen sie wirklich wie eine alte Platte, bei der die Nadel hängen geblieben ist. Nehmen wir zum Beispiel mal Verkehrsminister Volker Wissing. Der Wissing droht jetzt, haben Sie bestimmt heute gesehen, droht jetzt mit Fahrverboten am Wochenende, sollte man ihn zwingen, ein Klimaschutz-Sofortprogramm vorzulegen. Gleichzeitig ist er aber weiter gegen ein Tempolimit, das den CO2-Ausstoß ja senken würde, weil das, Zitat, keine Akzeptanz in der Bevölkerung habe. Das stimmt gar nicht. Laut Umfragen ist eine Mehrheit für 130 auf Autobahnen. Dafür. Okay, was natürlich stimmt. Wer einen schnellen Wagen fährt, habe ich festgestellt, kann auch gut fahren. Ja, das ist auch meine Erfahrung, muss ich sagen. Die besten Fahrer sitzen immer in BMWs und Porsches.
Ja. Dabei gäbe es so viel Sinnvolleres, um das der Herr Wissing sich mal kümmern könnte. Um die aktuelle Führerscheinkrise zum Beispiel. Ja, wirklich. Wir haben eine Führerscheinkrise, haben viele gar nicht mitbekommen. Sie wurde aber gerade sogar im Bundestag debattiert. Zum einen ist der Führerschein inzwischen absurd teuer. Vor allem aber rasseln immer mehr junge Menschen durch die Prüfung. Friedemann Weise hilft mit gezielten Ratschlägen. Ratschläge in die Fresse mit Friedemann Weise. Alarmierende Zahlen aus deutschen Fahrschulen. Jeder Zweite fällt durch die Theorieprüfung. In der praktischen ist es jeder Dritte. Haben Sie eine Erklärung? Woran liegt diese hohe Durchfallquote? Was ist los mit den Fahrschülerinnen und Fahrschülern? Durchfall kommt oft von der Aufregung. Hatte ich auch bei der Prüfung. Mich wundert diese Entwicklung aber nicht. Die jungen Leute haben doch komplett andere Vorstellungen vom Straßenverkehr. Die sind mit GTA aufgewachsen. Die denken halt, wenn man Auto fahren will, geht man zu irgendeiner Karre, schmeißt den Fahrer raus, der hier hat sogar überlebt, und dann fährt man los. Ist doch klar, dass die sich in der Fahrschule dann komisch anstellen. Bist du in der 30er-Zone, machst du nicht? Ach so, jetzt bin ich in der 30er-Zone. Ja, Verkehrszeichen sehen. Dittim. Da kommst du klar drauf, dass es in der Einbahnstraße ist. Ja, Carlos. Das ist eine Sackgasse. Eine Sackgasse, ja, ja. Eine Sackgasse, ja, ja. Also wirklich, so hätte ich mit meinem Fahrlehrer damals nicht geredet. Vor allem, weil ich ihn nicht wecken wollte. Natürlich sehen viele den Grund für die hohen Durchfallquoten im steigenden Medienkonsum. Das hat zur Folge, dass wir uns immer schlechter konzentrieren können. Ein Goldfisch ist aufmerksamer als wir, warnen Wissenschaftler jetzt. Auf gerade mal 8 Sekunden bringen wir es, der Fisch, auf 9. Und was hat der Goldfisch davon? Autofahren kann er trotzdem nicht. Wie bitte? Goldfische können Auto fahren? Angeber, bei der Prüfung wäre er trotzdem durchgefallen. Ich sag nur Schulterblick. Und in der Theorie säß er auch auf dem Trockenen. Mittlerweile muss man über 1200 Fragen beantworten können. Und viele davon total realitätsfern. Hier zum Beispiel. Wie sollen die jungen Leute da einen Trecker erkennen, wenn da kein Galgen dran ist, an dem eine Habeck-Puppe baumelt? Die sollten die Fragen endlich mal an die Lebenswirklichkeit anpassen. Sowas hier. Du bist live auf TikTok und näherst dich einer maroden Brücke. Von links kommen 3 Besoffene auf einem E-Scooter, von rechts ein verspäteter ICE. Hinter dir ein aggressiver Liegeradfahrer. Wie verhältst du dich, damit dein Stream viral geht? Ich glaube ja, viele aus der Generation haben gar keinen Bock mehr aufs Autofahren. Hier, dieser Fahrschüler fasst nicht mal mehr das Lenkrad an. Immerhin sitzt er vorne. Auf jeden Fall wird der noch viele Fahrstunden brauchen. Genau deshalb fordert die Union jetzt mehr Unterricht an Fahrsimulatoren, um teure Praxisfahrstunden zu sparen. Gute Idee, aber die Forderung geht nicht weit genug. Ich fordere, dass auch sämtliche geleisteten Mario Kart-Stunden angerechnet werden. Mein Ratschlag, wir bleiben bei dem Thema mal ganz entspannt. In ein paar Jahren fahren sowieso alle Autos autonom. Da sagst du morgens an deinem 18. Geburtstag, Tesla, mach Prüfung. Und dein Auto fährt da ohne dich hin. Die Prüferin sitzt alleine hinten, während du zu Hause in Ruhe einen kiffst. Nur eine Frage der Zeit. Teststrecken für autonomes Fahren gibt's bei uns schon lange. Da ist Dobrindt schon als Verkehrsminister rumgefahren. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Au, Backe. Aber vielleicht eine gute Motivation für alle, die nächste Woche ihre Prüfung machen. Wenn der Typ einen Führerschein hat, dann schafft's jeder irgendwann. Tschüss. Ratschläge in die Fresse mit Friedemann Weise. Brrrr. Howdy, Leute. Ich wollte euch nur um ein kleines Abo bitten. Einfach anklicken. Macht's gut. Na los. Ja, los, du Scheißpferd. Hey!